Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. Ihr seht's richtig, nochmal ein Schweizer Turnier, ich werd verrückt. Drei hintereinander, das gab's schon ewig nicht mehr. Ich glaube, das gab's noch nie. Aber jetzt möchte ich auch noch, wie vor ein paar Parts versprochen, auch mal das Inferno ausprobieren. Vielleicht klappt das ja. Und dadurch, dass ich nicht zwischen den Runden Pausen machen muss und anderen zuschauen kann währenddessen, wie jetzt sozusagen, dass ich die Aufnahme durchgängig lassen kann, muss ich zugeben, hat das Schweizer Turnier für mich auch mehr an Interesse gewonnen. Weil davor musste ich immer, vielleicht wenn ich schnell war, ging eine Runde 5 Minuten und man wartet dann 5 Minuten auf den gegnerischen Spieler. Ich kann in der Zeit gar nichts machen. Ich unterbreche dann normalerweise die Aufnahme, speichere den Audio weg mit Audacity und dann muss ich zwingend konzentriert warten, was passiert, dass es weitergeht. Jetzt, in dem Fall, kann ich einfach weiter labern. Können wir einfach andere zuschauen. Andere Decks, andere Endspiele sozusagen, weil wenn wir fertig sind und noch andere spielen, dann ist es meistens bei dem auch schon ziemlich am Ende. Aber wir können das Finale noch anschauen von den Spielen. Und somit habe ich keine Unterbrechung, somit kann ich durchgängig was machen. Finde ich jetzt einiges besser jetzt. Dadurch. Ich hoffe, das gefällt euch auch, dass ich bei den anderen reinschaue, anstatt dass ich nur wild meine reinschneide. Und dann ist ja immer noch die Frage offen, hier Community-Turnier. Das ist der nächste Wunsch, den ich mir auf meiner Liste im Kopf notiert habe. Ihr wünscht euch seit mehreren Wochen und Monaten, mach doch mal für die Abonnenten ein Turnier. Ich habe mir schon was einfallen lassen. Es wird wahrscheinlich im Anfang Oktober vielleicht soweit sein. Zumindest ist es so die grobe Planung meinerseits, weil da habe ich Zeit. Ich muss ja auch von mir ausgehen. Und da habe ich zumindest eine Woche Urlaub. Das ist mein nächster Urlaub und da können wir dann schon eher sowas machen. Oh, das ist eine kunterbunte Truppe. Das ist interessant. Inferno gegen Inferno. Delep gegen Delep. Ah, ich hasse Mirror-Duelle. Wobei, jetzt kann ja Delep ein bisschen unterschiedlicher sein. Okay. Eine 3-3 fliegend. Eine 3-3 fliegend. Perfekte Blocker für die 3-3 fliegend. Kann ich einmal zuschlagen? Oder besser. Leider Pech. Sehr viel Pech sogar dadurch. Dadurch habe ich es versaut. Na gut. Schade, aus dem Brüter kann ich auch nichts machen, außer dass er blockt. Der hat die besseren Schleicher im Dunkeln. Schade. Durch dieses, das war hohes Risiko, es hat mir wahrscheinlich das Spiel gekostet. Andernfalls wäre es gut gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass mein Spiel dadurch kaputt ist. Na gut, es ist noch nicht aller Tage Abend. Überhaupt noch nicht. Ich habe auch zwei Schleicher im Dunkeln. Ja. Habe ich auch?
Dadurch, dass er mir so viel Schaden gemacht hat, ist das natürlich schlecht. Ich konnte ihn nicht schützen. Und schon habe ich verloren. Das ging schnell. So wie von Inferno erwähnt. Der hat halt eher die Schleicher im Dunkeln gehabt. Und ich, der eine Zug, der hat mir halt das Spiel verdorben. Dadurch habe ich verloren. So, Zuflucht interessiert mich. Oh, wobei, vielleicht spielt Tundaros gegen Bastion. Schauen wir uns die mal an. Zuflucht schaue ich eigentlich auch sehr gerne zu. Ah, ein Togulde. Oh, das ist ein Togo mit Entzürnt. Okay. Der hat anscheinend eine Mischung, gehe ich mal davon aus. Weil der kriegt ja die Erzürnt-Markierung. Okay, die sind noch. Da ist noch recht wenig passiert bei den Lebenspunkten zumindest. 3-3-3, interessant. Kampftrance. Ein Kampfsteuer bewegt die Karte zu oberst. Ah, gut. Zwei Sayama-Recken. Sehr gute Karte. Er weicht aus. Nice. Wobei, ich habe gesehen, er hat Geysir. Das könnte zu seinem Nachteil gereichen, wenn er jetzt ein Geysir spielt. Und am besten irgendwas mit 4 Kosten und 5 Leben mindestens. 5 reichen schon gar nicht mehr. Ja, sowas. Ja, genau. Ah, jetzt fehlt der Geysir. Die kann nicht angreifen. Hat auch was, aber ist nicht so gut wie ein Geysir. Und das? Ja, okay. Andernfalls wäre sowieso drauf gegangen jetzt. Also verstehe ich es dann doch. Die da vorne macht nichts mehr weiter. Wobei, ich kann mir da vorstellen, dass er auf die drauf die Ehre-Kreatur spielt und die wieder auf die Hand nimmt. Dann kann er sie wieder ausspielen. Wow, big fat body. Toben der Zertrümmer. Mit 7 weiß nicht. Ich habe bei Togol-Deck übrigens, habe ich jetzt Damran noch rein und Yuki, also die einzigartigen für Feuer- und Erde-Magie. Die erdgebundene Damran und feuergebundene Yuki, oder wie der heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Yuki. Und dafür einen Opferaltar und ein Zelt raus, ein Kriegszelt. Weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber ich habe mir gedacht, das sind Karten, die das Spielfeld deutlicher zu meinen Gunsten drehen als die anderen beiden Karten. Der Opferaltar war ja schon auch. Vielleicht sollte ich den Opferaltar öfter reintun. Der Opferaltar ist eigentlich doch nicht so schlecht. Ach, und schon wieder habe ich mich umentschieden. Das ist das Problem, wenn man keinen MM-Docking hat. Bei MM-Docking habe ich mir bei Herz der Albträume habe ich mich faul gemacht und habe einfach geschaut, ja, was sind da am besten bewertet. Das wird wahrscheinlich auch am besten laufen in der Meta. Dann habe ich geschaut, kann ich die Karten bauen? Und dann kann ich das Deck bauen und dann habe ich es nachgebaut. Dann habe ich versucht, irgendwie es hinzukriegen. Das läuft. Oh, nice. Und schon ist sie wieder weg. Das tut weh. Damran ist da in dem Fall stärker. Bei ihr ist es auch immer abhängig davon, wer als erstes gespielt hat. Ich glaube, sie ist mächtig von ihrem Effekt, aber es gibt einfach zu viel Hate in der Meta. Es gibt jede Menge Einzelremoval, die sie tötet. Es gibt Damran, der sie tötet. Es gibt so vieles, was sie töten kann. Ist echt traurig. Schade. Aber wieso hat warum hat der Gegner hier Togol genommen? Ich habe bisher noch keinen Sinn für Togol gesehen. Also Togol den Helden. Bei den bisherigen Karten, die ich hier sehe, sind Standard-Ork-Deck. Togol als Held, ja gut. Vielleicht von der Magie her, ja gut, aber
Der spielt mit Azurit und nicht mit Blutdurst. Da ist doch Akamas, glaube ich, einiges besser. Ah gut, er hat keine Feuermagie, aber bisher hat er auch noch keine Feuermagie gespielt. Zumindest sehe ich sie nicht. Vielleicht hat er... Nee. Das verstehe ich dann. Erzürnt. Aber er hat mir noch... Ich habe noch keine Begründung gesehen, warum Toko. Nur weil er neu ist? Weil er cool aussieht? Stimmt schon. Sieht cool aus. Togrul? Ich glaube, Togrul ist so ein Dämonenheld. Also. Die Orks stammen ja irgendwie... Oder haben irgendwie eine Verbindung von... Orks, Dämonen... Irgendwas war da eine Verbindung in der Geschichte, in der Lore. Und ja, Togrul ist halt so ein Abkömmling von dem. Oder hat er irgendwas mit Dämonen? Deswegen ist er auch so rötlich. Das ist... Heroes of Might Magic 6 ist schon ein wenig her. Ich glaube, da kam mir sogar Togrul über den Weg. Wenn jetzt sogar in der Tutorial-Kampagne. Ah, gleich mal nachschauen. Hier, ihr alle da draußen. Gibt ja ein Let's Play davon. Ah, Eigenwerbung, muss sein. Passiert ja sonst nichts. Eisige Aura. Schöne Karte, bringt aber nichts, wenn sein ganzes Board aufgeräumt wird. Oder eine Kreatur 9 Angriff hat. Er macht halt einfach mal 12 Schaden jetzt. Mindestens. Das ist gut. Wann? Regeneration zu Beginn eurer Nachschubphase. Also erst im nächsten Zug. Dann wird ihr drauf gehen. Aber die anderen? Gut. Hierhin, hierhin, hierhin. Da ist das einzig Sinnvolle und den tötest du selbst. Richtig. Well played. Oh. Und so wird er den los. Okay, aber jetzt... Ah. Ich bin überrascht. Die haben einen richtig heißen Fight. Wobei, der heiße Fight ist zugunsten von Togrul. Gerade sieht alles besser für ihn aus. Weil er einfach so viele Karten noch hat. Er kann jetzt auspacken wie wild. Ja, schaut euch das an. Das Board ist voll. Und er? Das ist ja das Schöne bei Duel of Champions. Da ist der Kartenvorteil nicht unbedingt gewinnentscheidend. Nicht so wie bei Magic. Bei Magic ist es wichtig, dass man gute Karten hat. Hier ist es scheißegal. Da ziehst du einfach noch eine Karte und dann wird schon was Gutes dabei rauskommen. Das finde ich ein bisschen schade an Duel of Champions. Das fehlt. Der Effekt, dass man auf seine Karten richtig achten muss. Hat ja schon mal ein Abonnent geschrieben, der packt 65 Karten rein in so ein Deck. Begründung? Ja, das sind halt mehr gute Karten. Ja, aber... Umso mehr Karten in einem Deck drin sind, umso geringer ist auch der Glücksfaktor. Und umso komprimierter sind die starken Karten, weil normalerweise hast du in einem 59-Karten-Deck die Karten drin, wo du schon von Anfang an raus eingehst. Das sind meine stärksten Karten. Meine stärksten 50 Kreaturen, was weiß ich. Jede weitere kann doch nur zweitklassig danach sein, eigentlich. Hat die noch eisige Berührung? Scheinbar. Hat er wirklich nochmal einen Zug überlebt. Hättest du das gemacht, dann wäre er tot gewesen. Und das hätte auch vom Mana her gepasst. Er hat aufgegeben. Oder die Zeit ist um. Keine Ahnung. Da spielen ja noch welche. Offline ist einer. Hä? Nein. Die spielen doch nicht mehr.
Spiel ist doch schon zu Ende. Das war doch gerade das Duell, was ich gerade angeschaut habe, oder? Nee. Hä? Das war doch gerade beendet, hätte ich gedacht. Okay, jetzt ist es zu Ende. Oder gab's ein Mirror? Nein, hä? Muss ich das verstehen? Ich versteh's nicht. Oh ja, einer ist offline. Hat schon verloren. Jetzt darf ich gegen den Typen antreten. Als Zweiter. Okay. Tunderos. Wir haben ja dem zugeschaut. Der hat ein paar geistige Karten. Mal schauen, ob wir auch so lange gegen ihn spielen, wie der mit der Bastion tanzte. Lass mal eine Karte ziehen, okay. Oh, fast falsch gemacht. Dum, 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 dum. Feuerstrahl wäre schlecht. Ist kein Feuerstrahl. Beginnen wir mit dem Schaden. Dann kann sie halt nicht angreifen, ne? Soll es so sein. Ah, der will ihn töten. Gut. Dadurch hat er halt für diesen Zauber sich sehr gut positioniert. Leider habe ich keine... Ich habe nichts gesagt. Ich wollte nämlich sagen, leider habe ich keine Zweierkarte. Das hat sich damit aber auch wieder erledigt. Ihr könnt eine gebossene Brücke haben. War irgendwie klar. Das war irgendwie doch klar. Freut mich prinzipiell. Jetzt brauche ich bloß irgendwas, was sie verstärkt. Leider kam da nichts. Ach ja, schaut euch das an. Nein, ich habe das Falsche gesteigert. Ach, verflucht. Da. Naja. Du gehst auf die Hand zurück. Du wirst weggeschoben. Ich hätte vorher den Schaden machen sollen. Aber ich wollte nicht. Jetzt brauche ich den Brutkammer. Ach, ich wollte eigentlich jetzt mal endlich Stain einsetzen. Hikyu. Hikyu heißt er wirklich. Schade. Dann bist du weggegangen. Bin traurig.
Eine Brutkammer. Jetzt bräuchte ich die zauberhungrige Tante. Dum-dum. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel das. Muss ich dicht machen? Da muss ich dicht machen. Kampftrance. Holt er sich wieder was auf die Bibliothek? Zieht die Karte auch. Meteor? Eismeteor? Da fehlt ihm die Magie. Zephyria. Geschafft. Da musste ich mich jetzt konzentrieren, da konnte ich nicht so viel labern. Da war ich jetzt komplett concentrated. Wer? Bastion, glaube ich. Der andere, der Togrul. Der Togrul ohne Blutdurst. Das sage ich jetzt belustigt, aber naja. Kann ich nicht spielen. Nix spielen. Nix. Gar nichts geht. Oh! Das geht. Der Togrul ohne Blutdurst. Dafür mit erzürnt. Viel erzürnt. Das hält mich nicht auf in dem Fall. Das hält mich in dem Fall nicht auf. Wo ist eigentlich die magiehungrige, zauberhungrige Tante? Wollte gerade sagen. Das wäre nach hinten losgegangen. Dämon? Wieso hast du bloß... Hm. Wieso hat er eigentlich bloß einen Schaden abbekommen? Das hätte doch zweimal triggern müssen. Bist du etwa kein Dämon? Du bist ein Dämon. Du bist auch ein Dämon. Gut, Opfer zu einer Kreatur. Das will ich ihm nicht verbieten.
Da bietet sich doch an, einen Zauber reinzuhauen. So ein Feuerzauber, hä? Jetzt habe ich die Brutkammer und keine einzige Brüterin. Ach, das ist immer so eine Sache. Okay, in dem Fall brauche ich eine Verstärkung. Das funktioniert aber auch. Andererseits hat Insektenschwarm. Da könnte ich es mir selbst versauen. Ja, hat sie. Dann töte ich dich dort. Weil dann macht der Insektenschwarm mir möglichst nichts. Gewonnen. Großes Viech, aber zu teuer in dem Fall. Okay, zwei Siege. Leider, ich bin erster, toll, aber wird wahrscheinlich wieder nicht reichen, um in den Erster oder Zweiter zu werden. Durch den einen Loose am Anfang. Wenn man verliert, dann sollte man als Letzter verlieren. Weil dann ist der Breakpoint Count am besten. Na, wobei, ich habe eine Chance. Wer ist denn gerade? Na, Kma. Nee, Kma. Kma. Ah, schon haben wir es. Kann nicht mehr. Bin mindestens, höchstens, wahrscheinlich Betriebtotter. Schauen wir noch den letzten zu. Anstatt zu beenden, schauen wir noch dem Finale zu. Alia. Boah, es ist laut. Trommelfell geplatzt. Ah, sieht schlecht für Ali aus. Die dort oben wird sterben. Na, wobei, so was heißt schlecht? Ja, doch, es sieht schlecht aus, aber ist noch alles drin, sagen wir es so, also. Es sieht jetzt auf der Seite auch nicht... Ah, doch, es sieht schlecht aus. Okay. Fehlt aber noch ein Schaden. Jetzt die eine Hexe da, die ihm einen Schaden machen kann im nächsten Zug. Schicksalsbeuge. Ja, wenn er abwerfen. Ja, stimmt. Abwerfen. Das ist nicht unser Gegner? Haben wir nicht gegen den auch gespielt? Weiß ich nicht. Der ist erstmal geschützt. Der ist auch erstmal geschützt. Okay. Wenn er einen Removal hat, hat er gewonnen. Irgendwas, was einen Schaden macht. Mehr braucht er nicht. Sonst könnte sich das Blatt wenden. Sonst besteht die Gefahr, weil das sind beefige Kreaturen. Die muss er erstmal losbekommen mit Feuermagie. Klassisches Deck und auf der Seite. Ah, relativ neues Deck auf dieser hier. Der musste sich aber ganz schön mit Magie wehren hier. Vielleicht ist es auch so ein Late Game, wo er jetzt im Late Game... Kann ich das sehen? Nein, schade. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, gute Karte, gute Karte. Ah, hätte er sie verstärkt. Hätte es auch nichts gebracht. Da kann er mit dem angreifen und ihn wieder ausspielen. Das wäre schon mal was.
Ach so, deswegen hat er wahrscheinlich so einen leeren Friedhof, weil er das schon ein paar Mal gemacht hat. Okay. Er muss noch einen Schaden durchkriegen. Irgendwie. Das ist gut. Das ist auch gut. Holy moly, kann er mit so wenig... Oh, das war jetzt gefährlich. Könnte er es schaffen? Ja, hier Insektenschmuck. Ach, gibt hier... Ja, das reicht. Das ist vollkommen. Vollkommen reicht es. Das Ergebnis ist da. Schaut sie euch an. Ich habe keinen Booster gewonnen. Aber schon wieder Dritter. Ich bin der perfekte dritte Platz. Ich werde regelmäßig Dritter. Erster? Nein. Zweiter? Na, vielleicht. Nein. Aber Dritter? Natürlich. Tibix Orkik. Mit einem Bastionsdeck. Jetzt weiß ich nicht, welches. Schade. Na gut, das war das dritte Turnier in Folge. Das nächste Mal müssen wir aber uns wieder unseren Joker-Karten widmen. Bringt hier sonst nichts. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.